Deutsche Stadt zu lösen. Street Fighter, bring die Bande, mach die Kirche in Deutschland platt. Wir befinden uns gerade bei Octagon 49 in Köln. Bericht mal, wie ist die Atmosphäre, vor allem wie ist die im Vergleich zur UFC? Da, du warst ja auch schon auf den größten Bühnen gewesen. Ja, also ich war bei der UFC in Amerika. Da ist es so, dass nicht so viele Leute, also nicht so viele jetzt wie hier zum Beispiel 20.000, also sind immer UFC-Events, die in Europa sind immer so stark besucht. Aber Octagon natürlich... mega, mega Erfolg, volle Halle, also bin richtig überrascht. Hallo MFDL-Fans, zu meiner Linken Peter Sobotta. Peter, wie geht's dir? Ja, gut, war ein erfolgreicher Abend. Arian Topalay mit kurzer Vorbereitung hat einen Gegner geschlagen, der bisher noch nicht vorzeitig besiegt wurde. Und die Nummer 8 ist im Ranking im Octagon, hat er nach 2 Minuten mit seinem Signature-Move Anaconda Choke finalisiert und hat ihn davor schon im Stand auseinandergenommen. Es war, glaube ich, 22-1 Treffern. Also brutal dominante Leistung, 6-0. Alle 6 Kämpfe in der ersten Runde gefinisht, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Und jetzt der zweite Kampf habe ich noch ausgeholfen bei Niki, der nicht bei mir im Gym trainiert, aber den ich natürlich schon lange kenne und wir eine gemeinsame Vergangenheit haben. Supporte ich gerne und ja, hat auch einen klasse Knockout abgeliefert. Und ich freue mich sehr, weil er eine lange Durchstrecke hinter sich hat, viel investiert hat, viel trainiert hat. Und ich kann mir vorstellen, wie gut sich das jetzt anfühlen muss für ihn und deshalb freue ich mich sehr. Was war ursprünglich der Gameplan gewesen vor dem Kampf? Bei welchem Kampf meinst du? Von mir aus bei beiden, ja. Okay, also bei Arian war der Gameplan, weil wir hatten den Reichweitenvorteil, wollten wir das halt nutzen und ihn schön auf Distanz halten und sein Bein in der ersten Runde bearbeiten. Und dann zum Ende der Runde, so in, vielleicht wenn noch 1,30 auf der Uhr ist, dann wollten wir selber shooten und mal ein bisschen das Grappling vom Gegner austesten. Aber der hat uns einen Gefallen gemacht, hat die Distanz selber für uns verkürzt. Hat dann probiert, irgendwie Arian runterzuholen, hat ihn kurz gedreht und submitted, also hervorragende Arbeit. Ja, und bei Niklas war der Plan, im Stand zu bleiben. Und sein Coach hat halt auch vorher die ganze Zeit gesagt, rechte Overhand. Und mit dem Ding hat ihn dann am Ende auch ausgenockt. Einmal die rechte, dann nochmal die rechte. Perfekt umgesetzt. Hammer. Kannst du nochmal ein paar Einblick geben, wie fandest du die Atmosphäre hier jetzt bei Octagon 49? Ja, für mich war es auch ein bisschen emotional heute, weil ich habe vor 15 Jahren mein UFC-Debüt bei UFC 99 hier in der gleichen Halle gegeben und damals war nicht so viel los. Ich glaube 13.000 damals 13.000, und heute 20. Aber verkauft waren glaube ich nur 9.000 Tickets und 4.000 haben sie an die Soldaten noch verschenkt, einfach um mehr Leute in die Halle zu bekommen. Das war vor 15 Jahren und jetzt hier zurückzukommen und es zu sehen, wie das wächst und dass auch, sage ich mal, europäische Veranstalter zum Teil ja größer sind wie die UFC hier damals. Das ist schön zu sehen, weil man sieht daran, dass sich der Sport halt weiterentwickelt hat. Und das ist natürlich top. Hallo MFDL-Fans, zu meiner Linken, Niklas Stolze, wie geht's dir? Erstmal grüßen, Dankeschön. Ja. Danke für die Möglichkeit, MMA for Today.
Peace geht raus. Geiles Ding, würde ich sagen, ja. Knockout erste Runde. Like I predicted. Und ich freue mich. Ich bin gerade einfach nur super, super happy und ja. Wie war die Stimmung? Wie war es? Kannst du beschreiben, wie das war, als du in die Arena reingelaufen bist? Geisteskrank, wirklich. Also, das habe ich so noch nicht erlebt. Das ist da fast 20.000 Leute. Dann kann ich das im rauslaufen, mal seit langem wieder mit Maske. Durfte ich nicht in der UFC. Hier darf ich das, hier kann ich Show machen. Und dann Hardy Boys Team, you know. Ich bin mit den Hardy Boys groß geworden. Da gesessen als kleiner Piefke und mir angeguckt, wie die durch die Tische gesprungen sind. Und so dachte mir so, ah, das machst du irgendwann auch. Und dann kam MMA und ach, das ist einfach nur gerade, es ist so ein geiles Gefühl. Es ist wirklich so ein schönes Gefühl. Das ist Wahnsinn. Du hast die UFC erwähnt. Du hattest leider drei nicht so erfolgreiche Kämpfe gehabt. Was glaubst du, was hast du aus den Kämpfen trotz allem mitnehmen können, um heute so performen zu können? Erfahrung. Und das hat man, glaube ich, heute gesehen, oder? Also, er bringt mich zu Boden und er hält und alle gleich wieder, wow, das Scheiße, das ist genau das, was Niklas ja so, was die Schwäche ist von Niklas und so. Nee, atme ab. Ich habe richtig gemerkt, wie er geatmet hat. Ich habe richtig gemerkt, wie bei jedem Schlag zum Körper, und ich habe gemerkt, wie seine Arme ausgebrannt sind. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt hochkomme, dann knock ich den Bengel aus. Und ich bin hochgekommen. Sascha hat immer wieder gerufen, er tippelt. Wir haben so ein bisschen so Patterns rausgefunden, wie er halt so sich bewegt und dann da, rechte drüber, Knockout. Und was war ursprünglich dein Gameplan gewesen? Tatsächlich so. Also es war so zu kämpfen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so früh shootet oder so rankommt, aber ich habe halt auch einen lazy linken Kick und dadurch hat er mich halt zu Boden gebracht. Auch das ist tatsächlich immer wieder ein Fehler. Da muss ich jetzt echt noch dran arbeiten, dass ich halt rauskomme und sofort da bin. Ich brauche immer so ein, zwei Minuten. Dafür könnte ich aber 25 Minuten kämpfen, das ist halt so ein bisschen, da ist jeder auch anders, glaube ich, jeder Kämpfer. Manche haben halt die ersten 5 Minuten stark und die letzten 10 nicht so und manche sind halt die ersten 3 Minuten schwach und die letzten 12 besser, also ist immer unterschiedlich. Du hast, glaube ich, schon öfters mal erwähnt, dass es nicht ganz so einfach ist, Gegner zu finden, ne? Woran liegt das? Liegt es einfach am Namen? Liegt es daran, dass die Gegner keine Lust drauf haben, gegen dich zu kämpfen? Es liegt an dem hier und an dem hier und an dem hier. Die Jungs sind einfach in so vielen Bereichen nicht auf meinem Level und die wissen das halt auch. Und dennoch hat das auch nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach nur Selbstbewusstsein. Ich bin nicht umsonst in die UFC gekommen. Ich bin nicht umsonst hier bei Octagon. Ja, ich war der erste Deutsche bei Octagon, das darf man nicht vergessen. Und jetzt haben wir schon wieder Geschichte geschrieben und guck mal, ich kriege einfach nur Gänsehaut, wirklich Wahnsinn. Wann können wir das nächste Mal mit dir planen? Was steht da an? Also wie gesagt, ein guter Freund von mir hat ein richtig geiles Projekt ins Leben gerufen und unterstützt Wildlife in Südafrika. Ich möchte eine Ranger-Ausbildung machen und mich zum Ranger ausbilden und dann in Südafrika genauso ein bisschen helfen mit diesem ganzen Nature-Ding und Protect the Rhinos. Und großes Shoutout auch an Mowgli. Danke auf jeden Fall für deine Power, Sentinel of Nature, und dann seht ihr mich nächstes Jahr wieder im Cage. Hast du auch vor, wieder in Amerika mit deinem Kollegen und Kumpel Cerrone zu trainieren? Definitiv, wir drehen auch einen Film zusammen, macht euch gefasst. Das ist einfach einer meiner besten Freunde geworden und das ist eine Freundschaft, die sich jetzt erst noch richtig ausweiten wird. Was für ein Film? Kannst du uns ein paar Einblicke geben? Das sind zwei Filme. Das ist einmal ein Western, der wird bei ihm auf der Ranch gedreht. Da ist jetzt gerade das Drehbuch an die Filmfestspiele gegangen, um zu gucken, ob man da einen Investor findet. Und dann ist ein Film ein Zweiter Weltkriegsfilm und ist ganz geil. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg auf jeden Fall und freuen uns, dich zeitnah wieder im Cage zu sehen. Dankeschön, MMA for Today. Ich hoffe, ihr wächst und eure Plattform wird groß. Danke. Sehr wichtig und sehr so vorkommt. Sehr sympathische Jungs. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Hallo MMA for Today Fans. Zu meinem Linken, Max Koga, wie geht's dir? Exzellent, was könnte ich auch anderes sagen bei so einer Stimmung hier? So, dein Teamkollege Christian Eckerlin kämpft gleich. Was ist deine Prognose für den Kampf? Ich sag Christian Auding K.O. und erste, zweite Runde. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, aber ich sag rechte Uppercut oder rechte Gerade. Rechte Uppercut? Ja. Und wie war es für Eckerlin, sich auf einen starken Gegner wie Apollo einzustellen? War das einfach, Trainingspartner zu finden? Einen Trainingspartner mangelt es Christian nicht. Er ist ja im MMA Spirit, gibt es einige. Er ist auch ab und zu im UFD-Gym, ist da sehr gut vernetzt. Er ist sehr ruhig, sehr klar, sehr fokussiert.
ich bin sehr gespannt, vielleicht auch schon aufgeregt, denn es ist, denke ich, der härteste Kampf in Christians Karriere und es ist eine Riesenhürde. Aber wenn er das meistert, dann hat er sogar noch die ganze, ich würde sagen, die Chance für einen möglichen Titelkampf. Wie ist die Stimmung hier gerade in Köln? Ey, einfach nur brutal. So macht es Spaß, so gehört es. Die MMA-Fans sind geil drauf und es macht einfach... We are now in Cologne, Octagon 49. How is the atmosphere here? It's crazy. It's you know, the German fans are crazy and it's a big hall. I think one of the our best arena so far. Yeah, I can't wait for the rest of the fight. I think when Eklund is coming, the roof gonna blow up. So yeah, it's gonna be crazy. What's your prediction for the Eklund fight? Prediction for the Eklund fight. I like Eklund and I like Apollo. So I'm going with this time 50-50. You know, may the best win. So yeah, it's gonna be a good fight at least. Hello, MMA4DL fans. I'm here with Leandro Silva. How do you feel after your victory against Christian Eckerling? Man, I feel good. I'm so happy because I made a great fight, I think so. I delivered a great show. I love to fight here, you know, in German. I think all the fans is great, great, great. MMA fans, always I feel good here, to fight here. You fought against Christian Eckerling, but also against 20,000 people. How was it? Man, it's crazy because the atmosphere is, man, amazing. But this atmosphere for me is very excited, you know, because I use it to motivation me, you know, motivate myself. I can't put more. Yeah, let's fucking go, let's to next. And what was actually your game plan? Well, my game plan is I stand up, you know, get a takedown to show my jiu-jitsu because I black belt jiu-jitsu. You know, I know Eckerling likes to get a takedown, to try to get the game to on the ground, you know. And today I show you I have a jiu-jitsu too. Were you surprised by his fighting ability? Huh? Yeah. He's got ability skills, but I have many skills too, you know. I think I show everything. What's next for you? Man, I think now I deserve to fight against the Game Changer champ, you know, because I fought against Andreas Michedlis. I think I won, you know, but the referee gave for him. Yeah, I fought against Bojan, I won, everybody saw. Now I think I deserve, or David Cosman, because David Cosman is the first one, the rank. I think now I'm first, I best, because to win, you know, and then I'm excited. I think I deserve to fight for the Game Changer final or for the belt. Yeah, wish you best of luck. See you, thank you so much. Soon, hopefully. Yeah, I appreciate it so much here. Yeah. Thank you, my friend. Thank you.